So Leute, da sind wir beim nächsten Unboxing. Commander Decks, wie versprochen im Ankündigungsvideo, wir haben Crimson Vow. Dieser Monat ist bei mir richtig voll mit Crimson Vow, obwohl das Set ja eigentlich schon länger rauskam, aber egal. Crimson Vow ist tatsächlich das coolere der beiden Sets, auch wenn es weniger Werwölfe drin hat. Vampire hat es genug drin. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben Spirit Squadron. Müll. Dann haben wir hier diese immer noch Punch-Out as Counters or Victory or as a Victory Confet. Ja, egal. Weg. Und hier haben wir das Interessante. Das Deck. Wieder mit so einer belastungsarmen Verpackung, so ist es richtig gesagt. Und ja, was haben wir? Wir haben als allererstes hier ein Brettchen, haben wir mittlerweile richtig viele von. Was mich ein bisschen wundert, und das wundert mich gerade richtig. Ich glaube, hier ist ein Fehler drin. Warum ist das? Was? Weil hier geht es ja nur von 21 aufwärts und hier müsste die andere Seite sein. Und ja, wie man sieht, da ist noch Müll drin gewesen. Ja, cool. Egal. Quality Control. Dann haben wir hier eine Beschreibung. Genau. Shared many of the spirits. Spirit. Local Game Stores. Playing the deck. Commander Rules. Jawohl. Auch das kann weg. Dann gucken wir uns an, haben wir wieder so eine ätzende Karte. Ich bin mittlerweile der Überlegung, ob man die einfach irgendwo alle hinstellt und sammelt und sagt, jo, die sind so kacke. Die kann man einfach irgendwo als Packkarte benutzen. Aber ja, ist schon wieder so eine Ding. Millicent Restless Revenant. Egal. Hier haben wir so eine Edged-Foil-Version. Dann haben wir Spirits, Angels, Topter, mehr Spirits, farblose Spirits und die coolen Copy-Tokens und ein Clou. Ja, Tokens. Gehen wir mal zum Deck. Wie immer bei Decks, ich erwähne es immer wieder neu, ich gehe nur über die Rares ein bisschen drüber und erkläre die und gehe dann über die Kamps und Ankamps drüber und schaue, ob ich noch was finde, was ich noch möchte drüber reden und so. Wir haben nur einen Commander. What? Normalerweise sind hier doch mal zwei Commander. Das sind noch zwei Commander. Jawohl, ich war einfach nur doof. Wir haben als Commander den Millicent Restless Revenge. 7 Mana. Wow. 7 Mana, 4-4. Der kostet 1 Mana für jeden Spirit, den man kontrolliert. Das ist cool. So Effekte sind immer gut. Fliegend und immer wenn der oder ein anderer Spirit stirbt oder Schaden einem Spieler zufügt, kriegen wir ein 1-1 Spirit. Sehr, sehr cooles Teil. Wirklich sehr, sehr cooles Teil. Und die andere, Legendary Commander Sache, die wir haben, ist 7 Mana, 3-3. Donal Herald of Wings. Immer wenn wir einen nicht legendären Zauber casten, Kreaturenzauber sogar nur, mit Fliegen muss er sein, können wir den kopieren, es sei denn, dass es ein 1-1 Spirit ist. Und dürfen wir nur einmal pro Runde tun. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da ist der Restless Reventer ist um einiges besser. So, dann haben wir hier Roda Geist Avenger. 4 Mana, 3-3. Partner with Timirin Jaufvoll Geist. Das ist wahrscheinlich der Geist auf der Schulter. Wir haben Partner, wie cool. Vor allem Partner with finde ich wesentlich besser als einfach nur Partner. Wachsamkeit und wenn der Gegner, wenn eine Kreatur vom Gegner getappt wird und nicht als Angreifer deklariert wird, legen wir einen +1/+1 Mark auf den. Sehr cool. Und dann haben wir hier wahrscheinlich den Spirit. Jawohl. 5 Mana, 3, 4 fliegen. Zu Beginn jedes Combats tappen wir eine Kreatur weg. Sehr cool. Drogals Reinforcement. 4 Mana, 2/2 mit Melee. Das heißt, wenn die Kreatur angreift, für jede weitere Kreatur, die einen anderen Spieler angreift, kriegt er einen +1/+1 zu seines Zuges. Andere Spirits, die man kontrolliert haben, Melee, das ist stark. Und jeder Nicht-Combat-Schaden, der Spirits zugefügt wird, wird verhindert. Oh, stark. Haunted Library. 2 Mana Enchantment, immer wenn eine Kreatur, wenn man geht, eine Kreatur stirbt, kann er 1, nee, können wir 1 bezahlen. Wie doof. Und wenn wir das tun, kriegen wir einen 1 Spirit fliegen. Das wäre viel cooler, wenn der Gegner 1 bezahlen müsste, damit wir ihn nicht bekommen. Priest of the Blessed Grave. 3 Mana 1/2. Human Cleric. Den kenne ich irgendwoher. Aber es ist kein Reprint. Strange. Zu Beginn des Endsteps kreieren wir x11 weiße Tokens mit fliegend Spirit Tokens natürlich. Wobei die x die Anzahl an Spielern ist, die mehr Länder haben als wir. Storm of Souls. 6 Mana Source. Wir bringen alle Kreaturen aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Für jede davon kriegen wir eine 1-1 Spirit mit fliegend und danach exilieren wir das Ding. Okay? Aber für jede mit fliegen kriegen wir ein 1-1 Spirit. So ist es. Und da sind die farblosen Spirits. Ah, okay. So ist es. Entschuldigung. Sun Salvation. 4 Mana Instant und wir suchen uns 3 Permanente aus im Friedhof aus, die, in die,
diesem Zug auf den Friedhof gelegt wurden und sie kommen getappt wieder ins Spiel. Und wir ziehen für jede Karte, die Medna oder seine Rolle ins Spiel kommt, eine Karte. Okay. Breath of the Sleepless. 4 Mana Enchantment. Man kann Spirit Zauber spielen, als hätten sie Flash. Und immer wenn man einen Kreaturenzauber spielt, kann man eine Kreatur tappen. Sehr cool. Eternal Investigator. 4 Mana 2/3 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, investigieren wir x mal. Wobei x die Anzahl an Gegnern ist, die wir haben. Und immer wenn man die zweite Karte in Runde zieht, kriegen wir einen weißen 1/1 Spirit mit Fliegen. Ja, cool. Haunting Imitation. 3 Mana Sorcery. Jeder Spieler zeigt die Karte seines Decks um die oberste Karte vor. Und für jede Kreaturenkarte kriegen wir eine Kopie, außer dass sie einen 1/1 Spirit als zusätzlicher Typ und fliegend hat und 1/1 ist. Und wenn keine Kreatur vorgezeigt wird, nehmen wir das Ding zurück auf die Hand. Auch sehr, sehr cool. Das sind mega coole Karten. Occult Ephian. Epiphany. Okay. Ein blaues und X. Wir ziehen X-Karten und werfen dann X-Karten ab. Wir kreieren einen weißen Spirit für jede fliegende Kreatur, die wir abgeworfen haben. Nice. Spektral Arcanist. 4 Mana 3/2 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir den Instant of Sorcery Mana-Kosten gleich oder weniger der Anzahl an Spirits aus dem Friedhof casten. Also aus dem Anzahl an Spirits, die wir kontrollieren. Und der wird danach exiliert. Das ist eine Art von Snapcaster. Sehr cool. Disorder in the Court. Okay, ein blaues, ein weißes und X. Instant, wir exilen X Kreaturen, dann investigieren wir X Times und dann bringen wir die zurück ins Spiel zum Ende des Endsteps. Okay, nicht schlecht. Angel of Filth, Flight, Flight Alabaster. Flight Alabaster. Nicht Filth Alabaster, Flight Alabaster. 5 Mana, 4/4 fliegen. Zu Beginn des Versorgungsmoments bringen wir eine Spirit-Karte aus dem Friedhof auf die Hand. Mit? Okay. Benevolent Offering. 4 Mana Instant, wir suchen uns einen Gegner aus. Du und dieser Spieler bekommen 3/1 Spirit. Dann sucht man sich einen Gegner aus und man kriegt 2 Leben für jede Kreatur, die man kontrolliert. Okay. Also beide Spieler. Was zur Hölle bist du denn? Boreas Charger, 3 Mana 2/1 fliegend. Wenn er das Spielfeld verlässt, suchen wir uns einen Gegner aus und suchen so viele Ebenen aus dem Deck, wie der Spieler mehr Länder hat als wir und bringen einen davon getappten Spielern den Rest auf die Hand. Sehr cool. Bygone Bishop, 3 Mana 2/3 fliegend und immer wenn man Kreaturenzauber spielt, Mana kosten 3 oder weniger, Mana Value, Entschuldigung, investigieren wir. Custody Soulbinders. 4 Mana 0/0. Wenn er ins Spiel kommt, kriegt er x+1/+1 machen, wobei x die Anzahl an Kreaturen ist am Spielfeld. Nicht nur die wir kontrollieren, sondern am Spielfeld. Andere Kreaturen aber nur. 3 Mana, wir können eine +1/+1 machen von dem runternehmen und einen weißen 1/1 Spirit machen. Fell the Mighty. 5 Mana Sorcery, wir zerstören alle Kreaturen, die eine höhere Stärke haben als eine Kreatur, die wir aussuchen. Hallo Spirit Keeper. Davon brauche ich immer noch eine Vollvariante Wizards. Den in voll. Danke. 3 Mana 3/2 Wachsamkeit. Wenn er stirbt, kreieren wir x 1/1 Spirits mit Fliegen, wobei x die Anzahl an Kreaturen im Friedhof, in unserem Friedhof ist. Das ist gut. Hanged Executioner. 3 Mana 1/1 fliegend. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kreieren wir ein 1/1 Spirit mit Fliegend. Wir können den exilen und eine Kreatur exilen. Okay. Karmic Guide. Stimmt, ist auch ein Spirit und ein Angel Spirit. 5 Mana 2/2 Schutz vor Schwarz fliegend mit Ego-Kosten. Das heißt, wir müssen die Kosten nochmal bezahlen. In der Runde darauf. Und wenn ein Spieler kommt, bringen wir eine Kreatur aus dem Friedhof zurück und nicht Spielfeld. Sehr cool. Oh, wie viele Rares schon wieder. Krass. Kirtas Wrath. 6 Mana Source, wir zerstören alle Kreaturen, sie können nicht regeneriert werden. Wenn wir 7 oder mehr Karten im Friedhof haben, zerstören wir stattdessen alle Kreaturen und kreieren 2/2/1/1 weiße Spirit Tokens mit Fliegend. Okay. Knight of the White Oshard, der kostet auch nichts mehr. 2/2/2 Erstschlag, wenn ihr ins Spiel kommt und ein Gegner mehr Länder als ihr kontrolliert, könnt ihr euer Deck nach einer Ebene durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen. Mentor of the Meek, 3/2/2, immer wenn andere Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger ins Spielfeld kommt, können wir 1 Mana bezahlen. Wenn wir das tun, ziehen wir eine Karte. Sehr, sehr beliebt früher. Mirror Entity, Shapeshifter und damit automatisch Changeling und damit automatisch auch ein Spirit. 3 Mana 1/1 für X Mana werden alle Kreaturen XX und kriegen alle Kreaturen üben. Das ist nicht schlecht. Was zur Hölle? Warum bist du hier drin? Oh, Joby, who split the heavens. 6 Mana 3/6 fliegend. Immer wenn wir einen Spirit oder Arcan-Zauber spielen, kriegen wir einen 3/3 weißen Spirit Token mit Fliegen. Haben wir den? 1/1/1/1/1/1/1/1. 3/3 Spirits mit Fliegen. Jawohl! Ich wusste gar nicht, dass es die Spirits gibt. Nice, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Promise of Bunray. Ein weißes, 2 farbloser Enchantment. Wenn eine Kreatur, die wir kontrolliert, stirben, können wir das Ding opfern und können 4/1/1 Spirit Tokens machen. Remorseful Cleric. 2/2/1 fliegend. Wir können ihn opfern, um alle Karten aus dem Friedhof unserer Wahl zu entfernen. Sehr stark. Twilight Drover.
3 Mana 1-1, wenn eine Kreaturenkarte das Spiel verlässt, kriegen der 2+1/+1 Marken. Für 3 Mana können wir eine +1/+1 Marke von dem runternehmen und 2 1-1 Spirit und Fliegen machen. Nein, ihr kriegt nur eine +1/+1 Marke. Entschuldigung. Windbomb ist auch ein Spirit, stimmt. 4 Mana, 2, 3 fliegend. Kreaturen können euch nicht angreifen, es sei denn, der Wäscher zahlt 2 Mana für jede angreifende Kreatur. Wichtig, eure Planeswalker können angegriffen werden. Flood of Tears, das war Alter. Es hört nicht auf mit den Rares. Krass. 6 Mana Sorcery, wir bringen alle Non-Land Permanents auf die Hand des Besitzers zurück. Und wenn wir 4 oder mehr Non-Token Permanents zurückgebracht haben, die wir selber kontrollieren, können wir ein Permanent aus unserer Hand ins Spiel bringen. Ghostly Pilferer. 2 Mana 2/1. Wenn der enttappt wird, können wir 2 Mana bezahlen. Wenn wir das tun, ziehen wir eine Karte. Immer wenn wir einen Zauber spielen, irgendwo anders als von der Hand, können wir eine Karte ziehen. Wir können eine Karte abwerfen und der kann nicht geblockt werden. Ja, cool. Imprisoned in the Moon. Das ist der Emmy, der in den Mond reingezwungen wird. 3 Mana Enchantment. Wir verzaubern eine Kreatur, ein Land oder ein Planeswalker. Das Permanente ist ein Colorless Land und hat Tappen Mana-beliebiger Farbe bekommen und verliert alle anderen Effekte und Abilities. Karmi of Crescent Moon. Okay. Wow, das ist dieses, oh ja, ich erinnere mich, Kamigawa. Kriegen wir auch bald wieder, egal. 2 blaue, 1-3, zu Beginn jedes Draw Steps zieht der Spieler eine zusätzliche Karte. Midnight Clock. 3 Mana Artefakt, tappen für ein blaues. 3 Mana, wir legen einen Stundencounter drauf und zu Beginn des Versorgungszimmers legen wir nochmal einen Stundencounter drauf. Wenn 12 oder mehr Stundencounter da drauf sind, dann mischen wir unsere Hand, unseren Friedhof, unser Deck und ziehen 7 neue Karten. Rattle Chains. 2 Mana Flash, fliegen 2-1. Wenn das Spielfeld kommt, kriegt ein Spirit Hexproof und wir können Spirits spielen, als ob sie Flash hätten. Sehr, sehr gut. Shacklegeist, auch hier sehr gut. 2 Mana 2-2 fliegend. Kann nur Kreatur mit Fliegen blocken. Wir können 2 Spirits tappen und können eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, tappen. Sehr gut. Es hört nicht auf. Wow. Supreme Phantom. 2 Mana 1-3 fliegen, andere Spirits kriegen plus 1-1. Das sind so Karten, die werden auch im Pioneer zum Beispiel gespielt. Das Pioneer Spirit Deck habe ich ja auch aufgemacht vor gar nicht so langer Zeit. Dementsprechend guckt euch das nochmal an, falls euch das interessiert. Verity Cycle, 3 Mana Enchantment, immer wenn eine Kreatur, der Gegner kontrolliert, getappt wird, der nicht als Angreifer deklariert wird, ziehen wir eine Karte, 5 Mana, wir tappen eine Kreatur ohne fliegend. Oh, wir haben Planeswalker drin. Dovin Grand Arbiter, 3 Mana 3-3, plus 1 bis zu einem nächsten Zug, immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, Schaden an einem Spieler macht, legen wir eine Loyalty Counter drauf. Wow, das ist stark. Minus 1, wir kriegen einen 1-1 farblosen Top da und kriegen ein Leben. Das ist langweilig. Und minus 7, wir gucken uns die obersten 10 Karten unseres Decks an, können 3 davon auf die Hand nehmen, den Rest unters Deck. Auch langweilig. Geist of Sandraft. Der war damals so teuer und mittlerweile ist er überall drin. 3 Mana 2-2 Hexproof. Wenn er angreift, kriegen wir einen 4-4 weißen Engel, der angreifen und getappt ins Spiel kommen und wir exilen den 8 im Combat. Exotic Ocean, ein Rare Land in diesem Deck. Krass. Tappen für einen Mana, was der Gegner produzieren könnte. Moorland Hound, wow. Tappen wir ein farbloses, ein blaues, ein weißes. Tappen wir exilen eine Karte aus unserem Friedhof und kriegen 1-1 Spirit. Sehr cool. Port Town kommt enttappt ins Spiel, wenn wir eine Ebene oder eine Insel vorzeigen. Perish Teams kommt enttappt ins Spiel, wenn wir 2 weitere Basics kontrollieren. Wichtig, das ist Plains Ebene. Skycloud Expanse, naja, das ist gut. Tappen für ein blaues und weißes, müssen wir halt ein Mana dafür bezahlen. Temple of Enlightenment kommt getappt ins Spiel, Scry 1, blau oder weiß Mana halt. Und dann haben wir Comes and Uncomes. Gucken wir mal, Darkstream Mutation, sehr, sehr cool. Field of Souls, okay. Ghostly Prison, sehr, sehr coole Karte. Spectral Shepherd, auch nicht schlecht. Swords to Plowshares, was ist das denn für ein Artwork für ein Swords? What the fuck, Arcane Denial, Spectre Sailor, der Captain. Der war teuer. Grogskill Captain, 3 Mana 2-2 fliegen. Der hat auch ein anderes Artwork, glaube ich. Hat er ein anderes Artwork? Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob er ein anderes Artwork hat. Aber der war teuer. Arcan Signet, Authorius Signet. Also das ist gut. Das Deck ist gut hier. Unclaimed Territory. So eine gute Karte. Ja, Heilige. Das ist voll das gute Deck. Wow, hätte ich nicht gedacht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr lieber das Rot-Schwarze, was beim nächsten Mal kommt, oder eben das Blau-Weiße von diesem Mal sehen wollt, beziehungsweise spielen wollt, ob ihr es gekauft habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Alexei. Ciao, ciao.